Willkommen zurück zu Layers of Fear. Weiter geht es hier, verehrte Freunde, und zwar haben wir das letzte Mal hier schon mal ein bisschen uns im Erdgeschoss umgeschaut, ein bisschen so was wahrgenommen, ja, was ist hier überhaupt los, wer sind wir, was haben wir mal gemacht, und an dieser Stelle knüpfen wir jetzt an. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt in eins dieser Türen, aber zuvor würde ich mir gerne mal diese Bilder hier angucken. Schaut euch das mal an, was der Kerl hier vermutlich selbst gezeichnet hat. Er ist ja Künstler. Aber was für einen interessanten Stil er doch hat. Ja, ich gucke mir sowas unglaublich gerne an. Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen. Die Zeit haben wir ja auch. Gut, also wie gesagt, da oben, wir gucken uns noch nicht oben um. Wir bleiben erstmal noch unten. Und zwar würde ich mal sagen, wir gehen in diese Werkstatt. Geht gar nicht, ist verschlossen, alles klar. Den Zettel haben wir schon gelesen. Hier war das Bad, da hinten in der Küche waren wir auch schon. Dann bleiben ja nur noch zwei Türen übrig. Gehen wir zunächst hier hin. Und das ist anscheinend nur wieder eine Abstellkammer. Ohne Licht. Ernsthaft? Boah, ja. Ich müsste mal was sehen, ne? Komm, hier müsste doch ein Lichtschalter irgendwo sein, aber... Auch blöd, dass ich kein Lämpchen mitnehmen kann oder so, ne? Hier ist einfach Dusch da. So habe ich das gar nicht in Erinnerung. Ich dachte, ich kann Lämpchen anmachen. Aber wenn ich näher hingehe, sehe ich auf einmal etwas. Ich scheine von innen aus zu leuchten. Wie praktisch ist das denn? Ne, aber da ist sonst nichts, wie man sieht. Ah! Jetzt weiß ich, was dieses Geräusch verursacht hat. Hier sind, glaube ich, auf dem Boden ein Haufen Rattenfallen. Das ist natürlich interessant. Da ist noch eine. Ja. Und da sind wir schön frohen Mutes reingetrappelt. Ja gut, wenn es ihm nicht wehtut, warum nicht? Ja. Okay. Was haben wir hier? Little Winnie Partners. Haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. Ja. Schnell, effizient und diskret. Bei dem anderen Schreiben ja gemeint wurde, er hat gar kein Rattenproblem. Hm. Aber ich habe schon mindestens eine gesehen. Oder war das nur in unserem Kopf? Wer weiß. Wie dem auch sei, Rattenprobleme hin oder her. Dann war es nur noch eine Tür im Erdgeschoss. Und die führt in den Keller. Okay, da ist die Tür mal auf. Ne? Der Keller im Horrorspiel ist ja immer so eine Sache. Oder in Horrorfilmen. Okay, es ist schon wieder ganz schön dunkel. Ich wünschte, ich hätte eine Lampe oder sowas. Oder wenigstens ein Licht. Ja, wieder eine geirrt. Diese Viecher, ey. Na gut, aber ich habe keine Lampe. Ich habe auch keinen Schalter. Ich habe nichts. Wenigstens gibt es hier und da so ein bisschen Kerzenlicht. Was ich aber leider nicht mitnehmen kann. Ja, eine hässliche Brille. Glückwunsch. Und hier ist noch was zum Lesen. Ah, Zeugnis, okay. Lesen, Note 3, Schreiben 4, Mathe 5, Wissenschaft, Gesundheit 3, Sozialkunde 4, Kunst 1. Wessen Zeugnis ist das wohl? Auf jeden Fall nicht meins. Musik 2, Sport entschuldigt. So, so. Aber ein 4er Durchschnitt. Die Kunst allein, die hat ihm, na gut, letztendlich ja doch gebracht. Er hat ja zumindest in früheren Tagen Erfolg gehabt. Das hat man ja schon rausgehört. Oh, ich hasse das, wenn das so dunkel ist. Warum gibt es hier keinen Schalter? Einfach hier im Dunkeln rumtüppeln ist doch doof. Ach, der Andumir hat übrigens geschrieben, ich solle die Kameraschwenkungen langsamer drehen. Ich mache es aber nur ein kleines Stück runter, weil ich persönlich finde das eigentlich ganz angenehm so. Was ist denn das? Field of View? Nee, ach, wartet mal. Das ist anders. Field of View, kann ich jetzt mehr sehen oder was? Ich muss mal gucken, wie das jetzt aussieht. Wartet mal, wenn ich da nach hinten schaue, dann sehe ich es vielleicht am besten. Okay. Und wenn ich das jetzt wieder umstelle? Dann ist es irgendwie so rangezoomt, ne? Hm, ich weiß nicht. Ich lasse das mal mittig. Macht irgendwie wenig Sinn. Naja, okay. Er hat es auch gar nicht übernommen, sehe ich gerade. Weiter.
Ja, gut, das macht jetzt nicht wirklich einen relevanten Unterschied. Ich lasse es mal mittig. So, aber eigentlich wollte ich ja Heatbob einschalten, Fadenkreuz anzeigen. Ja, Steuerung nochmal hier schauen. Hier, die Mausempfindlichkeit. Wenn wir es ein bisschen runterdrehen. So. Ja, okay. Damit kann ich. Obwohl, es ist mir zu langsam. Da muss ich ewig mit der Maus rumrattern. Und wenn es mal schnell gehen muss. Nee. Nee, es tut mir leid, ich muss das leider so lassen. Gleich noch einen Tick runter. Ja, so ist okay, hoffe ich. Ich denke, da haben wir eine gute Kompromisslösung gefunden. Es geht auch nicht über Kompromisse. Ja. Auf jeden Fall danke fürs Feedback. Wenn ihr weitere Feedbacks habt, zum Beispiel sucht endlich mal eine Taschenlampe, dann werde ich das natürlich auch beherzigen. Aber ich glaube, das Spiel lässt das nicht zu. Genauso wenig, wie dass ich einfach so eine Kerze mal mit mir rumschleppe. Apropos, warum liegen hier noch Kerzen rum? Ist ja fast schön hier. Nun gut. Bringt mir alles nichts, so halb im Dunkeln rumzutübbeln. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal weiter. Oh nö, hier ist ja verschlossen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass hier verschlossen ist. Oh mein No. Da muss ich ja wieder gehen. Halt, was ist das? Ah ja, okay. Stimmt, da war ja auch ein Musikgut. Er scheint ja auch musikalisch begabt zu sein. Könnte man jetzt zumindest vermuten. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann war es das erstmal hier unten im Keller. Und wir schauen uns doch erst oben um. Und ja. Ist ja hier im Dunkeln eh relevant. Doofsinnig. Und ja, da sehe ich noch ein Bild. Obwohl, na, das ist dann im Moment, das sind ein paar Puppen. Das sind ein Haufen hässlicher Puppen. Okay. Das ist nicht so schön. Was ist das? Ach so. Okay, hier ist wirklich nichts mehr. Dann gehen wir mal hoch. Hier ist noch. Ach ja, das Zeugnis haben wir schon. Gut, dann los. Ich mich nicht länger aufhalten wie nötig. Wir tippeln wieder nach oben. Und jetzt können wir auch die Tür wieder zumachen. Ah, es wird wieder hell. Wunderbar. Okay, also dann hier nach oben, ne? Nochmal die schönen Bilder bewundern. Wunderschön. Ja, aus euren Kommentaren habe ich auch herausgelesen, dass viele es nicht kennen. Das freut mich. Also klar, einige kennen es aus dem Stream und haben bestätigt, wie geil das war. Und andere wiederum kennen es gar nicht. Ist ja auch noch nicht so bekannt. Aber es sollte bekannt werden, meiner Meinung nach. So, hier oben sieht es ja auch ganz nett und warm aus, allein wegen dem Licht. Was haben wir? Wow! Was? Ah ja, okay, gut, da ist keine Ahnung, was passiert ist. Oh Mann, ich bin aber so schreckhaft, ne? Ja, Leute, nur weil es, ne, heißt, ich habe schon mal gespielt, heißt das nicht, dass ich mich an jede Kleinigkeit wieder erinnere. Boah, war ja auch schon spät zur Nacht, ne? Ein bisschen. Da hat man schon mal eine oder andere Einzelheit vergessen. Und da draußen regnet es wie die Seuche, ne? Oh, krass. So, jetzt wissen wir auch, wo die Musik herkommt. Nein. Oh, lass mich mal was spielen. Wow! Ey! Ich wollte gerade was spielen! Ja, so nach dem Motto: Du hast kein Talent! Pff. Kindersicherung. Irgendwie sowas. Na, ihr Hunde. Ich mag diese Hunde nicht da. Gefallen mir gar nicht. Okay, was ist das? Tja, hätte ich das früher mal benutzt. Jetzt habe ich das Klavier verärgert. Ich werde nie wieder spielen dürfen. Okay. Dann halt nicht. Ist nur die Frage, wo wir zuerst hingehen. Da wollte er jetzt sicher nichts angucken, ne? Nee, okay. Was haben wir denn hier? Warum? Was ist denn da los? Ist das Blut? Okay, das sollten wir uns aufheben. Missing Reading Don't Wake Up. Missing Reading Don't. Okay, ja. Gut, das ist anscheinend noch ein bisschen buggy, aber, ne? Been working all night. Don't wake up. Ja, ganze Nacht gearbeitet, nicht wecken. Also ist hier folglicherweise das Schlafzimmer.
all around. Okay. It's so funny, stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she... Oh, gut, hört's auf mit der Musik. Na, an welches Spiel muss ich gerade denken? Es passiert ja nichts, aber ich muss gerade an ein gewisses Spiel denken. Wisst ihr bestimmt. Was ist das für eine... ganz ehrlich, warum hängt man sich denn sowas auf? Vor allem überm Bett. Oh, Leute. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Ach ja, sein Bein. Das hat er schon öfters erwähnt. Er scheint auch mit dem Stock zumindest früher gelaufen zu sein. Vielleicht. Er hat ja, man hat es ja schon rausgehört, irgendwas mit einer Knieprothese. Aber genauer hat man da noch nichts erfahren. So, Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Hunderte verletzt. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Schnell ausbrechende Panik zwang die Menschenmassen zu den Notausgängen, welche sich buchstäblich als tödliche Sackgasse entpuppten. Die katastrophale Missachtung von Sicherheitsvorschriften forderte die Leben von 37 Opfern und führte zu 243 Verletzten. Die Polizei stellte derzeit Ermittlungen dazu an, wer für dieses Unglück verantwortlich zu machen ist. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, verweigerte jeglichen Kommentar zum Vorfall. Ach, herrje. Ja, das ist ja mal ein Einstieg. Böse, böse. Und hier wurde der Spiegel zerbrochen. Okay. Das ist definitiv. Das hat der Frau wahrscheinlich gehört. Hier, ihre Utensilien und so. Okay. Das scheint wohl ein Ring zu sein, meiner Meinung nach ziemlich hässlich. Ich finde ihn nicht schön. Aber gut, ich muss ihn ja auch nicht schön finden. So, was haben wir hier? Das ist auch Spiegel. Ja, so ein Handspiegel, ne? Denke ich mal. Ja, alles, was die Frau so braucht. Solange die Musik jetzt ausbleibt. Ja, super. Vielleicht hier noch. Sind das Weinflaschen? Keine Ahnung. Kann nichts aufmachen, okay. Hier, große Schränke. Was gibt's hier Feines zum Anziehen? Nix. Jo, okay. Ist auch nicht meine Schrankseite, obwohl doch. Nee, von den Schuhen her nicht. Dann ist hier wohl mein Zeug drin. Wow, wow, wow! Ja, das ist mein Zeug! Super Sache, ey. Ja, Freund. Alles klar. Wir machen wieder zu. Wer braucht schon Kleider, ne? So, okay. Hier habe ich die Schublade, glaube ich, noch nicht gecheckt. Sag mal, hier, obwohl... Nee, das ist wieder was Neues. Das neue Gesicht der Musik. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie nur ab. Die unglaubliche, begabte Multiinstrumentalistin, ach so, seine Frau war die Musikbegabte. Naja, egal, mal schauen. Gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, während sie die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. So äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer von schärfsten Kritikern, die schlussendlich in einem anderen Licht steht. Von Giles war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gehört, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf, angesprochen, ob er seine bisherige Kommentare bereue, erhielten wir von dem Herrn Giles einen Gesichtsausdruck, der... Ja, wahrscheinlich hat er es bereut, ich kann weder zoomen, noch scrollen, noch sonst was machen. Wenn wir... haben wir hier Press for an Answer? Hier sind die Set ja. Ja, gut, man kann es kaum noch lesen. Egal. Auf jeden Fall scheint das ein beeindruckender Auftritt gewesen zu sein. Und das erfreut uns natürlich.
ich zutiefst. So, hier ist auch nichts mehr Spannendes. Ich kann die Platte nicht nochmal auflegen, oder? Nee. Okay, hier habe ich geguckt, da habe ich geguckt. Da habe ich geguckt. Ich glaube, mit dem Schlafzimmerchen sind wir dann erstmal fertig. Ja. Alles klar. Ja, gut, dann weiter geht's. Ein bisschen Zeit haben wir. Jetzt überlegen, wo wollen wir als nächstes überhaupt hin? Da oben. Hier, ja, das sieht irgendwie böse und gefährlich aus. Da gehen wir zum Schluss hin, würde ich vorschlagen. Deswegen gehen wir jetzt, wenn die hier von da kamen, was ist denn dann da? Und das sieht gruselig aus. Wir gehen erstmal hier rein. Das ist wohl ein kleines Arbeitszimmer. Was schon wieder ein bisschen duster ist. Okay. Und es hat eben an der Tür geklingelt. Ich bin mal ganz kurz weg. Jo, da bin ich wieder zurück. Ja, wir sind hier im Arbeitszimmer und kaum haben wir das Licht angemacht, ist hier auch ein bisschen mehr zu erkennen. Sehr schön. Mach mal auf. Was ist denn das? Gläser, Bücher, nichts Spannendes. Ja. So langsam verliere ich die Lust, hier immer wieder die Türen zuzumachen. Ich glaube, ich werde gleich unordentlich. Hier könnten wir noch mehr Licht machen, aber das ist eigentlich unnötig. Anscheinend wurde durch den Schalter hier, ja, sämtliche kleinen Lampen hier angemacht. Das ist natürlich praktisch. Eine ganz schön beachtliche Büchersammlung hier. Oh, der Kamin brennt, das ist natürlich auch schön. Was ist das? So ein alter Telefonhörer oder was? Ja. Schick. Wie nostalgisch. Ja, okay. Ich lasse hier mal auch mal aus. Schönes warmes Feuer. Angenehm. Und wieder ein Bild, wo ich mich frage. Das kann man nicht lesen zufällig, oder? Was der da hält? Nee, geht nicht wirklich. So, hier ein paar Pflanzen, die haben schon länger kein Wasser mehr gesehen, glaube ich. Da hat er sich wohl nicht so drum gekümmert. Was war das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Ich habe einen Schlüssel gefunden und ich werde ihn gebrauchen. Ich weiß nur nicht wofür. Ich habe eigentlich kein Inventar, ne? Aber da unten rechts sehen wir jetzt einen Schlüssel. Wenn wir uns mal erinnern, ich habe circa 2, 3 verschlossene Türen. Was ist mit der... Habt ihr eben den seltsamen Soundtrack gerade gehört? Als würde so dieses Brummen, ne? Als würde einem den Schädel brummen. Das war gerade ein bisschen seltsam. Sieht ja aus wie Rotkäppchen und der große böse Wolf. Meiner Meinung nach ein bisschen zu groß gemacht, aber soll ja monströs wirken. Ja, ob er das gezeichnet hat? Sehr gruselig. Oh. Ja, da ist wohl nichts mehr mit Bauch aufschneiden und Rotkäppchen rausholen. Also man könnte schon, aber es bringt nicht viel. Ah ne, das war ja die Großmutter, ne? Wir kennen doch alle die Geschichte von Rotkäppchen. Ja, naja, warum hast du so große Ohren? Eigentlich hat er keine großen Ohren, aber egal. Nom nom nom. Ach je, ey, aber das Käppchen hat er sich aufgezogen. Super, es gibt kein Happy End, das war das letzte Bild. Alles klar. Mein Freund, was ist das? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns besonders machen. Du hast es versprochen. Klingt so, als hätte er sich zu sehr in die Arbeit vertieft oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber vermutlich, ne? Man hat es ja schon öfters rausgehört, ja, er arbeitet jetzt lieber, anstatt zu schlafen. Und na gut. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Lime Brickstone.
Papyrus Verlag. Ja, gut, für Kinder ist das vielleicht ein bisschen schlecht umgesetzt. Das hätte er sich vielleicht denken können. Aber na gut, was ist hier denn? Da ist irgendwie die Lade kaputt. Und ein Haufen sinnfreies Zeug, das ich nicht gebrauchen kann. Gut, da unten ist keine drin. Ist hier irgendwie so ein Klassiker, so ein Schalter versteckt, damit hier irgendwo ein Geheimgang aufgeht. Hier ist wieder eine Flasche zerbrochen worden. Ach ja, das könnte natürlich auch sein, ne? Dass das eine da vor der Tür gar kein Blut, sondern vielleicht Rotwein oder sowas ist. Rotwein im Horrorspiel. Der war gut. Nein, mal abwarten. Könnte ja wirklich sein. Ja, gut, ich glaube, ich bin hier drin dann erstmal fertig. Ich freue mich, dass ich einen Schlüssel habe. Vielleicht können wir ja dann in den Keller, aber wir bleiben jetzt natürlich erstmal hier oben und werden die weiteren Räume weiter erkunden dann. Das nächste Mal, wenn es hier wieder heißt, Let's Play Layers of Fear.